Ja, liebe Zuschauer, vor gut einem Jahr wurde der Oberbürgermeister in sein Amt gewählt. Ja, Herr Hanke, welche Erkenntnisse hat denn für Sie dieses Jahr, dieses zurückliegende Jahr gebracht zum Thema kommunale Politik in Pirna aus Sicht des Oberbürgermeisters? Also ich denke, es war natürlich für mich ein Jahr von grundlegenden Veränderungen. Denn der Wechsel aus der Sicht des Stadtrates zum Oberbürgermeister, das ist trotz alledem ein ganz schön großer Schritt. Ich denke, ich habe mich gut ins Amt eingelebt, habe viele neue Eindrücke und Erkenntnisse gewonnen. Und wir haben natürlich in diesem Jahr gemeinsam mit dem Stadtrat schon allerhand Probleme gelöst und sind Sachen angegangen, die für die Zukunft auch sehr wichtig sind. Sie haben schon gesagt, gemeinsam mit dem Stadtrat. Auffällig war vielleicht trotzdem im Vergleich zu den Jahren zuvor, dass die Stadtverwaltung durch den Stadtrat bei einigen Punkten doch durchaus ausgebremst wurde. Wenn wir daran denken, die Sanierung der Gauss-Mittelschule wurde durch den Stadtrat wieder mit in die Haushaltsliste aufgenommen. Auch wenn es um das Thema Tanne geht, gab es doch eine 180-Grad-Kehrtwende, muss man sagen. Die Stadtverwaltung ist lange von einem Abriss ausgegangen. Jetzt spricht man nicht mehr dafür. Darüber, dieser Gegenwind aus dem Stadtrat, war das überraschend für Sie? Ich denke, zum Beispiel bei der Tanne sind die Voraussetzungen andere gewesen als die, die wir jetzt vorliegen haben. Als wir mit Zustimmung des Stadtrates im Sommer die Tanne zurückerworben haben, um wieder in die Lage versetzt zu werden, städtebauliche Entwicklung an diesem Standort zu betreiben, waren die ersten Untersuchungen, ob es möglich sein wird, den Kulturstandort Tanne so zu betreiben, wie er immer betrieben worden ist. Aus diesem Grund ist die Verwaltung gemeinsam mit Stadträten in der Arbeitsgruppe Tanne zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr schwierig bzw. nicht möglich sein wird, diese Kulturstätte so an dieser Stelle wieder zu betreiben. Erst nachdem der Investor Herr Sauer aus Dresden ein anderes Konzept vorgelegt hat, ein weitergehendes Konzept, in dem die Nachbargrundstücke mit integriert sind. Erst dadurch ist es möglich geworden, die Betrachtungsweise neu anzustellen. Und dann, denke ich, hat die Verwaltung auch in diese Richtung voll mitgearbeitet. Wenn wir gleich mal beim Thema Tanne bleiben, wenn wir dabei sind. Ja, welche Schritte sind denn da 2011 möglich bei diesem Thema? Wir haben jetzt den Vertrag mit dem Investor abgeschlossen und wir sind noch diese Woche dabei, einen Extravertrag zu schließen über die Sanierung bzw. über die Sicherung der Tanne, was natürlich für die Öffnung der Bergstraße in naher Zukunft ganz entscheidend ist. Der Investor hat sich bereit erklärt, dort sehr kurzfristig Maßnahmen durchzuführen. Es gibt einen ganz konkreten Zeitplan, was Veränderungen im Baurecht, Einreichung von Baugenehmigungen angeht, sodass wir eigentlich wünschen, dass in 2011 noch mit dem Bau an dem Vorhaben Tanne begonnen werden kann. Wenn wir uns die finanzielle Lage für 2011 mal anschauen. 2010 war ja geprägt von finanziellen Turbulenzen. Wir hatten eine Haushaltssperre. Es gab Kürzungen, es gab Proteste auf Landes- und Kreisebene. Der Haushalt für Pirna musste gestrickt werden. Wird 2011 jetzt ein finanziell stabileres Jahr? Ich denke, Pirna steht finanziell auf sehr soliden Füßen. Das ist auch in diesem Jahr, also in 2010, schon der Fall gewesen. Ganz wichtig war, dass wir im Zuge der Diskussion um den Doppelhaushalt 11-12 von unseren sehr, sehr hohen Investitionsvorstellungen zurückkommen mussten. Da bin ich sehr froh, dass das in gemeinsamer Arbeit mit dem Stadtrat sehr gut gelungen ist. Und bin natürlich auch sehr froh, dass es gelungen ist, die Gauss-Schule dann unter
Anstrengungen, unter richtigen finanziellen Anstrengungen und Kürzungen an anderen Stellen noch mit in den Haushaltsplan aufzunehmen. Ja, an den neuen Gedanken wird man sich auch gewöhnen müssen, dass Kredite dafür aufgenommen werden. Inwieweit beeinträchtigt das jetzt die Arbeit in der Stadtverwaltung? Die Arbeit in der Stadtverwaltung wird dadurch, durch die Kreditaufnahme, nicht beeinträchtigt. Wir wollen natürlich oder sind in der Lage, in den nächsten Jahren im Wert von 60 Millionen Euro Investitionen in Pirna durchzuführen. Das bedeutet für die Stadtverwaltung viel Arbeit, Vorbereitung der entsprechenden Investitionen, Kontrolle und laufende Begutachtung. Wenn wir noch mal zu ein paar Beispielen kommen, was 2011 ansteht. Die Tanne haben wir schon angesprochen, dass damit eventuell ja der Bau beginnen könnte. Was sind noch, wo würden Sie noch die Schwerpunkte für 2011 legen? Ich bin sehr froh, dass der Stadtrat die Entscheidung zum Scheunenhof-Einkaufszentrum getroffen hat. Dort wird bis zum 30.06. durch den Investor ein Plan hoffentlich vorgelegt werden können, wer dort einzieht. Es wird weitere Konkretisierungen geben, die sich mit dem Bau selbst beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass das Einkaufszentrum jetzt im Beginn ist, da das ja gerade ein Projekt gewesen ist, was in der Pirnaer Bevölkerung, bei den Pirnaer Händlern, bei Verkehrsplanern und allen, die damit zu tun haben, eine große Rolle gespielt hat und dort in enger Zusammenarbeit zwischen den genannten eine sehr gute Lösung erreicht worden ist. Scheunenhof haben wir. Welche Schwerpunkte gibt es noch für 2011? Was ist wichtig in Pirna? Für 2011, schon angesprochen, Weiterführung der Maßnahmen zur Vorbereitung der Großbaustelle Gauss-Schule, also Schulneubau. Wir werden weiterarbeiten an der Sanierung unserer Grundschulen. Hier möchte ich nennen, dass der Schulbeginn an der Lessing-Grundschule für das Schuljahr 11-12 mit Beginn des Schuljahres wieder geplant ist. Wir haben an der Diesterweg-Grundschule in Kobitz viele Arbeiten durchgeführt, die noch beendet werden müssen. Ich denke, ein weiterer Schwerpunkt ist die Fertigstellung des Bahnhofs. Vorplatzes, da war ja leider der Winter dazwischen gekommen, um dieses Gesamtvorhaben, welches ja schon über einen längeren Zeitraum läuft, zu vollenden. Sanierung im Jagdschloss in Grauber, Weiterführung, und das ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, der uns nächstes Jahr beschäftigen wird. Ein paar Themen werden sicher schmerzlich vermisst, wenn wir mal ansprechen wollen, die Umgehungsstraße B172. Wenn ich mich daran erinnere, über die Informationsveranstaltung, da war ja durchaus schon die Rede davon, selbst 2010 schon mit dem Spatenstich zu beginnen. Können wir denn 2011 damit rechnen? Die Hoffnung bestand ja schon im letzten Jahr, in 2010, dass der erste Spatenstich erfolgen kann. Leider ist es nicht ganz gelungen, die vorbereitenden Planungsarbeiten auszuführen. Aber ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten auf alle Fälle den ersten Spatenstich durchführen. Ein zweites Objekt ist momentan auch ein bisschen in die Kritik geraten, wenn wir uns mal das Gelände des ehemaligen Krankenhauses anschauen. Viel bewegt hat sich da nicht. Es gibt viele Informationen, die man da hört, auf den Punkt gebracht. Wie sieht die Situation bei diesem Objekt aus? Und wird man 2011 noch mal dran gehen, da vielleicht etwas zu verändern? Wir hatten ja in der Presse jetzt nicht allzu positive Meldungen zu diesem Projekt. Aber wir haben im Jahr 2009 die Baugenehmigung erteilt für die Durchführung des Gesamtvorhabens. Und daraus resultiert, dass der Investor 3 Jahre Zeit hat, mit dem Investitionsvorhaben zu beginnen. Wir liegen im Zeitplan, wir sind ständig dran, den Investor
dazu zu bewegen, etwas aktiver zu werden. Aber ich denke und hoffe, dass die Gespräche, die geführt worden sind bisher, also auch dazu beitragen werden, dass wir in diesem Jahr da eine weitere Fortgang der Arbeiten zu verzeichnen haben. Wenn nun aus den Plänen, da auf dem Areal ein Altenzentrum einzurichten, nichts wird, was wäre dann die Konsequenz daraus, die die Stadtverwaltung ziehen müsste? Das ist natürlich im Moment sehr schwer zu beantworten, denn der Investor ist Eigentümer des Grundstückes und man müsste dann sich mit dem Investor an den Tisch setzen, wenn der die Finanzierung nicht hinbekommen könnte, dass dann irgendwo nach neuen Wegen gesucht wird. Aber wir sind trotz alledem da noch gute Hoffnung. Ein weiteres Thema, das mich interessiert, die Bürgerbeteiligung. Ein großes Thema, als Sie Ihr Amt angetreten sind. Sie haben eine Oberbürgermeister-Sprechstunde eingerichtet. Wie wurde die angenommen? Mit welchen Anliegen sind die Leute zu Ihnen gekommen? Die Sprechstunde ist sehr gut angenommen, wird einmal im Monat durchgeführt. Wir schaffen es da so, dass bis zu 6 oder 7 Bürger ihr Anliegen vorbringen können. Das ist sehr vielschichtig, von Verkehrsproblemen über Probleme der Sauberkeit in der Stadt Pirna bis hin zu persönlichen Problemen, die im Wohngebiet bestehen. Ich denke aber, es war der richtige Weg, so mit den Bürgern sprechen zu können. Und ich bekomme auch von den Bürgern signalisiert, wer Probleme hat, kann zu mir kommen und das wissen die Bürger. Inwieweit können Sie da immer helfen? Sicherlich nehme ich die bestehenden Probleme erstmal entgegen und kann dann daran arbeiten, die Probleme an die Verwaltung weiterzugeben. Mitunter sind es schon Vorgänge, die in der Verwaltung bekannt sind und die dann vielleicht eben auch etwas schneller bearbeitet werden können. Auch im größeren Rahmen sehen Sie sich immer wieder mit dem Bürgerwillen konfrontiert, was ja grundsätzlich auch gut ist. Wenn wir noch mal daran erinnern, die Bürgerinitiative zur Rettung der Schlosslinden am Schlossberg. Sie sehen sich auch konfrontiert mit einem möglichen Bürgerbegehren zum Thema Einkaufszentrum. Ja, wie wollen Sie 2011 vorgehen, um noch mehr zu kommunizieren, was in der Lokalpolitik in Pirna passiert? Sie haben schon gesagt, 2 große Projekte werden umgesetzt, die Tanne, das Einkaufszentrum. Wie sehen da die Vorhaben aus? Ich denke, bei den Schlossberg-Linden ist es eigentlich besonders deutlich geworden. Wir haben, wenn wir neue Unterlagen zur Verfügung hatten, diese im Internet zur Verfügung gestellt. Die Bürger konnten sich daran beteiligen. Ich hatte ja auch teilgenommen an der Veranstaltung, die stattgefunden hat, betreffs der Linden über die Bürgerinitiative. Und ich denke, dort hat sich gezeigt, dass wir sehr offen umgehen mit den Anliegen der Bürger. Ich achte auch ganz besonders, gerade in Bezug auf die Linden, das bürgerliche Engagement, welches an den Tag gelegt wurde, mit der Unterschriftensammlung. Und ich denke, so ist es ein guter Weg, der gemeinsam weitergegangen werden kann. Beim Schönhof Center hatte ich schon erwähnt, dort ist es so, dass die Vorbereitung dieser Investmaßnahme sehr, sehr gründlich betrieben worden ist. Und ich denke, die Mehrzahl der Pirnaer Bürger wünscht sich das Einkaufszentrum mitten in Pirna. Um nochmal konkret zu werden, wie könnte man sozusagen die Bürgerinformationen oder wie stellen Sie sich die vor 2011? Wird es wieder über Präsentationen, öffentliche Präsentationen erfolgen oder ja über Stadtteilbegehungen? Oder wie muss man sich's vorstellen? Wie sollen Projekte, wie sollen Beschlüsse der Stadtverwaltung und des Stadtrates in Zukunft den Bürgern näher gebracht werden? Also wir werden auch in Zukunft die Möglichkeiten nutzen, die uns da zur Verfügung stehen. Wir müssen allerdings auch bedenken, dass manche Sachen, wo der Bürger möchte, dass er sehr frühzeitig informiert wird, einen gewissen Vorbereitungsstand benötigen, um dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe im November vorigen Jahres begonnen, in Obervogelgesang eine
Anwohnerversammlung durchzuführen. Und das ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Und das will ich auch sehr gern in den anderen Ortsteilen in Pirna fortsetzen. Ja, Hanke, wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Plan schauen, Januar, Februar, März, welche Dinge stehen jetzt an, die von der Stadtverwaltung bearbeitet werden müssen? Was sind die aktuellen Themen? Also, wir werden ab Januar damit beginnen, wenn die Genehmigung zum Doppelhaushalt 11-12 da ist, mit den Vorbereitungen der Umsetzung der darin vorgesehenen Maßnahmen. Wir haben Objekte ja am Laufen. Ich denke da an Musikschule, unsere Schulen haben wir schon erwähnt. Und wie das Bauwetter es zulässt, werden wir natürlich daran weiterarbeiten. Die nächsten Stadtratssitzungen müssen vorbereitet werden. Ausschusssitzungen stehen damit im Zusammenhang. Also in der Verwaltung ist viel, viel Arbeit erforderlich, um die laufenden Geschäfte zu erledigen. Dankeschön, Herr Hanke, für diesen Ausblick. Bitte sehr.